Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder zuguckt. Ich habe heute 4 Hacks mit unserem Lieblingsprodukt Zuckerlight. Hack 1, Popcorn. Kann man super mit Zuckerlight machen und schmeckt wie im Kino. Ihr benötigt einfach ungezuckerten Popcorn-Mais, gebt ein wenig Öl und Zuckerlight darüber, ab in die Mikrowelle oder in den Topf und nach ein paar Minuten habt ihr süßes Popcorn ohne Zucker. Genial. Ja, kommen wir zu Hack 2. Gebrannte Mandeln. Auch sehr lecker. Geht auch mit Zuckerlight. Super als Snack, als Topping für Eis oder auch für Torten. Für unsere gebrannten Mandeln nehmen wir Zuckerbronze. Der ist wie Zuckerlight, aber mit etwas Apfelextrakt. Er ist deshalb leicht braun gefärbt und schmeckt etwas aromatischer. Ab in die Pfanne, schmelzen, Mandeln daran schwenken, alles abkühlen lassen. Fertig. Ha, Hack 3. So, jetzt wird's heiß, liebe Leute. Mit Zuckerbronze könnt ihr auch super flambieren, ein tolles Creme Brûlée machen und auch andere Süßspeisen. Es könnte nicht einfacher sein. Zuckerbronze über den Pudding streuen und flambieren, kurz abkühlen lassen und losknuspern. Hack 4. Ja, Granola-Müsli dauert normalerweise ziemlich lange im Ofen und mit Zuckerlight bekommen wir das ganz fix in der Pfanne hin. Zuckerlight einfach in die Pfanne geben, bei mittlerer Hitze schmelzen lassen und mit verschiedenen Zutaten ergänzen, die ihr so in eurem Granola-Müsli haben wollt. Zum Beispiel Kokosflocken, Haferflocken, Leinsamen, gefriergetrocknete Früchte, was immer ihr auch wollt. Am Ende solltet ihr es auf jeden Fall gut umrühren und abkühlen lassen. Fertig! Einfach super lecker! Ich hoffe, euch haben die zuckersüßen Hacks gefallen. Ihr findet auf jeden Fall die Rezepte unten in der Infobox bei uns. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren auch mal erzählt, was ihr so mit Zuckerlight und Zuckerbronze macht. Ja, und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!